jetzt Schluss mit dem Gerede. An die Arbeit! Hey, yo, was geht? Ja, es war der 5. Dezember. Die Adventskalender-Videos kommen später. Und jetzt habe ich für euch ein Unboxing. Ja, ihr könnt den Titel schon sehen. Es ist Transformers Prime Beast Hunter Smokescreen. Ja, und ich öffne es für euch. Leider fehlen die technischen Daten. Jeder kennt. Ja, da steht Webstarter, wobei da falsch übersetzt ist. Ich unboxe das so für euch. Ich habe das schon mal hier Kleber entfernt, weil sonst ist auch. So sieht das vom Inneren aus. Hintergrund. So, Anleitung kommt raus. Was ist, keine Ahnung, ach, so eine Warnung, bla bla bla, den Zeug weg damit. Dann haben wir hier Transformers Prime. Die Stand ist noch gut. Anleitung mit Detaillierung. Wobei das Ganze hier leider keine Beschreibung hat. So, und jetzt holen wir Smokescreen raus. Und hier ist ein solches Plastik. Das kann man eigentlich schon entfernen. Wobei ich das auch mal lassen. So, dann nehme ich das Schere. Guck. Das ist Smokescreen. Vorsichtig mit das komische Gummiteil kaputt schneiden. So. Das ist die Rakete. Das ist dieses komische Gumminetz. Hab keine Ahnung, was man damit anrichten kann. Dann hole ich mal das. Vorsichtig das Ding raus. So. Und das da rausholen, dann ist fast Smokescreen draußen. Ihr dürft raten, was im Hintergrund läuft. So. Habe ich die nächste abgefolgt? Ja, so sieht Smokescreen halt von der Verpackung aus. Und das war's auch mit der Unboxing. Ich mache einfach ein Review dazu. Ciao. Ach ja, noch ein großer Vergleich. Okay, jetzt. Bye.